Würdest du dir mitten im Einkaufszentrum die Kleidung vom Körper reißen? Vermutlich nicht. Jemand, der sowas tut, macht sich zum Gespött der Leute. Bilder und Videos von der Aktion würden verschickt werden und bestimmt auch den Freundeskreis und die Familie der Person erreichen. In der Schule und auf der Arbeit würde über so jemanden getuschelt und gelacht werden. Es gibt wohl keinen Menschen mit etwas Charme und Anstand, der so etwas freiwillig tun würde. Doch wusstest du, dass derjenige, der mit seinen Sünden prahlt, sich in genau solch eine Situation begibt? Vielleicht hast du schon mal bewusst oder unbewusst mit einer Sünde geprahlt, weshalb dich das erwarten könnte, wovor uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ein Gläubiger wird am Tag der Auferstehung zu seinem Herrn, dem Erhabenen und Glorreichen, gebracht werden. Und er wird ihm seinen Schleier auflegen und ihn seine Fehler bekennen lassen und sagen: Erkennst du deine Fehler? Er wird sagen: Mein Herr, ich erkenne sie. Allah subhanahu wa ta'ala wird dann sagen: Ich habe sie für dich in der Welt verborgen und heute vergebe ich sie. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn im Diesseits davor bewahrt, erniedrigt zu werden, da seine Verfehlungen den Menschen unbekannt waren, und er bewahrt ihn vor der Erniedrigung im Jenseits. Dies gilt aber nur für jene, die mit ihren Sünden nicht stolz geprahlt haben. Über diejenigen, die mit ihren Sünden angeben wollten, die sich durch sie vor anderen gut darstellen wollten, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jeder in meiner Umma darf mit der Vergebung seiner Sünden rechnen, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Sünden kundtun. Zum Kundtun gehört, dass der Mensch eine Tat in der Nacht begeht und beim Anbruch des Morgens, wobei Allah ihm doch Verborgenheit gewährt hat, sagt: Du so und so, ich habe gestern Abend so und so gemacht. Er verbrachte doch die Nacht in der Verborgenheit, die ihm sein Herr gewährt hat, und steht auf, indem er den Schutzschleier Allahs von sich abwirft. Er selbst hat seine Sünden offengelegt und deshalb muss er die Konsequenzen dafür tragen. Er muss die Schande und die Bestrafung dafür in Kauf nehmen. Wenn ihm nun sein Buch am jüngsten Tag gegeben wird, werden diese Taten nicht gelöscht sein und die Menschen werden sein Buch anschauen und sehen, was er getan hat. Er wird sich bloßstellen vor der gesamten Menschheit. Jeder, der ihm etwas bedeutet hat, jeder, von dem er nicht wollte, dass er über diese Sünde Bescheid weiß, wird an diesem Tag erfahren, was er angestellt hat. Das ist Erniedrigung und Schande. Es ist schlimmer, als wenn du dich in einem Einkaufszentrum entkleidest. Die intimsten Details sind in diesem Buch, das nun der Menschheit zum Lesen gegeben wird. In diesem Zustand würde man sich wünschen, im Boden zu versinken. Die Fitna, die jemand durch das Prahlen mit Sünden auslöst, kann Wellen schlagen, die über dessen Horizont hinausgehen. Es mag sein, dass er andere animiert, diese Sünden selbst zu begehen oder Wünsche und Gelüste in jemanden weckt und so dem Scheitan in die Hände spielt. Aber nicht alle Hoffnung ist verloren. Wenn du in der Vergangenheit stolz über deine Sünden gesprochen hast, kannst du dich jetzt noch davor retten, am jüngsten Tag bloßgestellt zu werden. Noch hast du die Gelegenheit, Reue zu zeigen und damit aufzuhören, deine Sünden offenzulegen, es sei denn, um nach einer Lösung zu suchen. Das Prahlen mit der Sünde ist es, womit der Diener die Konsequenzen der Sünde auf sich zieht, nicht aber das Suchen nach Hilfe. Behalte deine Sünden geheim in der Hoffnung, dass diese dir vergeben werden, und offenbare sie nur, wenn es sein muss. So wirst du dich davor bewahren, am jüngsten Tag entblößt zu werden. Und schütz dich davor, Lasten auf dich zu nehmen, indem du anderen die Sünde schön erscheinen lässt.